Die Schönbornkapelle von Balthasar Neumann wurde als Grabeskirche für die mächtigen Fürstbischöfe errichtet. Die zahlreichen Würdenträger der Familie von Schönborn gestalteten über 150 Jahre die deutsche Geschichte. Ihr Einfluss reichte bis an den Kaiserhof nach Wien. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Kiliansdom steht das Neumünster. Die Kirche gilt als Ort des Martyriums der irischen Wanderprediger Kilian, Colonnat und Totnan. Über dem Grab der Frankenapostel befindet sich heute eine gewaltige Kuppel, die mit reichhaltigen Fresken ausgemalt ist. An das Neumünster grenzt der ehemalige Kreuzgang der Stiftskirche, von den Würzburgern liebevoll Lusamgärtlein genannt. Eine 800 Jahre alte Kreuzgangswand überstand alle Wirren der Zeit. Hier steht der Gedenkstein für den mittelalterlichen Dichter Walter von der Vogelweide, der in Würzburg seinen Lebensabend verbrachte. Das Bildnis des Minnesängers findet sich ebenfalls am Franconiabrunnen vor der Residenz. Zusammen mit der Schutzpatronin Frankens sind auch Tillmann Riemenschneider und Matthias Grünewald verewigt. Der Brunnen steht vor der ehemals fürstbischöflichen Residenz, dem Stadtschloss der Fürstbischöfe. Die Festung Marienberg war nicht mehr zeitgemäß und Fürstbischof von Schönborn verlangte nach einem modernen und repräsentativen Schloss in der Stadt. Der damals junge und noch unbekannte Baumeister Balthasar Neumann erhielt den Auftrag, die Bauleitung über sein späteres Lebenswerk zu übernehmen. Mitten in Würzburg entstand ein kleines Versailles, von dem Napoleon später behauptete, es sei der schönste Pfarrhof Europas. Das Treppenhaus gilt als geniale Raumschöpfung des 18. Jahrhunderts. Die meisterhafte Architektur Balthasar Neumanns verbindet sich kunstvoll mit den Malereien Giovanni Tiepolos, der eigens für die Fresken aus Venedig angereist war. Nach nur 13 Monaten Mahlzeit war eines der größten Deckenfresken der Welt fertiggestellt. Die Malereien verherrlichen den Auftraggeber Fürstbischof von Greifenklau, dem die vier Erdteile huldigen. Das damalige Europa mit seinen Künstlern wird abgebildet. Balthasar Neumann sitzt neben einem Hund auf einer Kanone. Antonio Bossi, der Stuckateurmeister, sieht den Betrachter mitten in die Augen und der Komponist Giovanni Benedetto Platti ist von seinen Hofmusikern umgeben. Am Rand verewigt sich Tiepolo und schaut mit seinem weißen Schal und der Malermütze prüfend nach rechts auf sein Werk. Afrika wird von einer schwarzen Frau repräsentiert, die auf einem Dromedar sitzt. Gegenüber reitet die Asia auf einem Elefanten. Der jüngst entdeckte Erdteil Amerika wird durch eine Frau symbolisiert, die auf einem Alligator thront. Alle Malereien wirken lebensnah, sodass sich für den Besucher der Blick in den Himmel auf Erden öffnet. Der weiße Saal beeindruckt durch seine außergewöhnliche Stuckatur, die Antonio Bossi in Handarbeit schuf. Er hatte nur 10 Monate Zeit, die detailfreudige Arbeit auszuführen. Fantasiegestalten seiner Kunst scheinen durch die 256 Lichter, die den Raum erhellen, lebendig zu werden. Das Weiß der Farben sollte den Besucher gedanklich reinigen, damit er sich der Farbenvielfalt des nächsten Saales widmen konnte. Gleichzeitig ließ man hier seine Leibgarde zurück. Der Kaisersaal wurde nach 2 Bildern der Würzburger Stadtgeschichte benannt. Tiepolo musste in diesem Saal zunächst seine Probebilder malen, bevor er den Großauftrag zum Treppenhaus erhielt. Er malt 2 Episoden aus der Würzburger Stadtgeschichte. Auf der einen Seite sieht der Betrachter die Hochzeit Kaiser Barbarossas mit Beatrix von Burgund.
Auf der anderen Seite verleiht der Kaiser den Bischöfen in Würzburg die weltlichen Rechte. Der Saal bietet den festlichen Rahmen für viele Veranstaltungen, zum Beispiel das Mozartfest. Im Südflügel eröffnen sich die kaiserlichen Paradezimmer. Der Höhepunkt ist das Spiegelkabinett. Im Krieg zerstört, wurde es in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts detailgetreu rekonstruiert. Mehr als 600 Spiegelscheiben befinden sich an den Wänden und an der Decke. Das Licht wird hundertfach in mannigfaltigen Bildern wieder und wieder verspiegelt, sodass Realität und gemalte Dimension ineinander fließen. Auf der anderen Seite des Kaisersaals war der Wohnbereich der Fürstbischöfe mit dem grünen Kabinett als Höhepunkt. Der gesamte Raum wurde zunächst versilbert und dann mit grünem Lack bemalt. Das Licht reflektiert metallisch grün und zieht den Besucher mit seinen Spiegeln in den Bann. Es ist der einzige Raum, in dem man um die Ecke sehen kann und erfährt, wer im übernächsten Raum gerade durch die Türe eintritt. Fürstbischof und Angestellte besuchten einmal am Tag die Heilige Messe. Die Hofkirche zählt zu den schönsten bayerischen Barockkirchen. In den späten Abendstunden wird der Hochaltar in ein geheimnisvolles Licht getaucht. Balthasar Neumann spielt mit den Strahlen der untergehenden Sonne, die er ins Zentrum der Kirche führt.